herzlich willkommen bei einem neuen kleinen Let's Play Battlefield. Und ihr seht schon, wir machen wieder einen kleinen Bockentest. Und zwar mit der. Was haben wir uns denn hingelegt gerade? Verkackte Scheiße. Mit der AK-74. Ja, die Waffe ist eine Anfangswaffe von uns gewesen. Die haben wir im Day-Tour mal gewonnen. Und da sag ich euch doch gleich mal die technischen Details und den ganzen Scheiß. Warte, ich muss hier mal aussteigen, fix. Übrigens Pionier! Verdammte Scheiße! Was ist das denn jetzt wieder für eine Kacke? Okay, ja, wir sind ja übrigens Pionier und den technischen Details. Details. Ja, die Waffe hat einen sehr hohen Schaden. Ja, das hat sie. Dafür aber leider auch nur eine niedrige Präzision und das sind überall Gegner von Scheiße. Und ja, die Munition, 22 Schuss habt ihr, Kugeln, meine ich, habt ihr im Magazin, wenn im Magazin ist, habt ihr, sage und schreibe, 4 noch dabei. Und ja, ich will hier gerade. Und ihr seht schon, das Ding hat wirklich eine niedrige Präzision, dafür ist der Schaden beträchtlich lang. Ihr kriegt damit gut die Gegner weg und kriegt sogar auf solche Distanz einen 20er Durchschnitt raus. Ja, ein Feuerrate ist mittel- und vollautomatisch. Ja, wir haben da noch ein bisschen was reingepackt und wie ihr seht hier, das. Ja, tu es, haben wir nicht niederlagt. Egal, wir haben als Visier das Rapid Aim Red Dog. Dann haben wir als Lauf den Predator Lauf und als Magazin ein Viper Magazin. Und als Schaft haben wir den taktischen Schaft und ausgewählt. Gut, KD, sorry, aber KD 5:7. Läuft eigentlich etwas mit dieser Waffe. Ich finde sie nicht so schön, weil man kann damit wirklich nicht auf Range gehen und sowas. Jetzt kommen wir hier auf unsere Kette. Und man kann wirklich nicht auf Range gehen und sowas. Präzision. Aua! Die Präzision ist wirklich scheiße. Also ich sag's knaller daraus. Kaufempfehlung? Nein. Also gewinnt. Ja, in Ordnung. Wir wissen nämlich allerdings auch nicht, wie viel sie gekostet hätte. Also kostet hat. Keine Ahnung. Also wenn ihr nah dran seid und die Gegner dann beschießt, kriegt ihr schon einen 30er Schaden raus. Also 30, 35er Schaden kriegt ihr locker raus, wenn ihr genau vor dem steht. Und trefft. Das ist jetzt ziemlich schwierig bei der Waffe. Und ja, ihr müsst halt treffen. Und auf Langdistanzen geht da gar nichts. Tut mir leid. Ich will ja nicht den scheiß Heli fliegen. Ich habe da nur Lust drauf. Aber gut, unser Team ist so schlecht. Also da fliegen wir den Heli. Ich kann nicht Heli fliegen. Das sage ich schon mal. So viel verkackte Scheiße! What the fuck is that? Meine Güte, ich hab das Ding schon mal fast gemacht. Ach du Scheiße. Ich kann mir den Ding nicht fliegen. Es tut mir wirklich leid. Wirklich, es tut mir schrecklich leid. Ich kann mir diesen. Nein! Verdammte Scheiße! Das ja gerade gesehen. Wie gesagt, ich habe den gerade gekillt auf Crows, auf Klein, das heißt. Da macht man halt tot. Ja, seht ihr? Das ist aber auch nur, weil ich dieses Magazin reingehauen habe. Dieses Viper Magazin. Kriege ich ein bisschen mehr Schaden. Und weil ich den Predator Lauf drauf. Ich kann es mir nicht aussprechen. Predator-Lauf, meine Fresse, ey. Langsam muss es doch mal drin sein. Wo ist denn der Spinner jetzt? MG36, Wichser. Ja, nur weil ich dieses zwei Sachen draufgehauen habe. Ja, das ist Geld kosten. Ja, deswegen geht das so einigermaßen. Aber normalerweise ohne den ganzen Scheiß. Tut mir leid, Leute. Kaufempfehlung. Nein. Und da ist der MG36. Und da ist er gefallen, ey.
Körper für dich geht ja selbstverständlich geht die ab. Ich meine, Kreis. Ja, okay. Die ist ein bisschen eine Waffe, die schlecht ist. Da müsst ihr wirklich was reinhauen damit. Und das ist sehr traurig, von daher empfehle ich euch. Es gibt klar, es gibt Leute, die spielen natürlich ohne Geld. Ist ja auch voll im Ganzen in Ordnung. Finde ich auch okay. Habe ich gar nicht so viel. Aber ich sag's euch so: ohne Geld geht in dem Game meistens nichts. Also, ich habe das ja schon im letzten Video angesprochen. Also, 17.000, das ist extrem teuer. Die P90. Die P90 ist nicht die beste, wenn man so sehen will. Und hier haben wir den. Und was haben wir gezogen? Oh, das ist das MG36. Nein, danke. Hab ich überhaupt keinen Bedarf. Da kann ich mal erst rangehen. Das Ding ist eh zu viel zu gefährlich. Penner, ey. War er doch noch. Und da war die AIK. Immer im Vorrücken. Ich bin mit dieser Waffe nicht zusammen. Da warte ich doch euch eher so. Pass drauf. Okay. Ich mache die Waffen in meinen Let's Plays bis jetzt immer so mega mäßig schlecht. Da drüben steht was Geiles. Ist jetzt hier. Nein, das nimmst du dir jetzt nicht. Ah, minderwertig. Ich mache die Waffen immer schlecht. Es tut mir auch leid, aber ich sag einfach frei die Meinung, weil wir sind einfach nur schlecht. Battlefield sagt, ich sag immer, dass die Waffen extrem teuer sind. Was weiß ich, 40.000 Waffen, das ist extrem viel. Ist das einfach ein bisschen anders? Oh mein Gott. Ich sag's immer zu Battlefield. Ich bin auch nicht so schade. Muss ich wirklich sagen, ich finde es sehr schade, dass die Waffen so teuer sind. Dass man da eigentlich überhaupt keine andere Möglichkeit hat, um die zu spielen. So, meine Freunde, jetzt möchte ich die hier mal ein bisschen auf. Wenn ich mir mal zeigen würde, wäre es sehr geil. Ich will es nicht wahrhaben! Und da habt ihr gesehen, dann geht das ab, das Ding. Wenn einer genau vor einem steht. Aber es ist ein Battlefield, da nicht so, dass einer vor einem steht. Erstmal hier den Spaß. Spaßvogel, ja. Unser Benny. Penner. Wir wollen jetzt alle vorrücken hier. Wir haben hier gerade. Das hat uns jemand gekillt. Und zwar der Bro Gamer 2. Finde ich super von dir. Okay, ich glaube, das ist Sturmsoldat. Hat der Typ gerade irgendwie seine Macken oder so? Meine Fresse, ey. Das Ding starten wir jetzt mal. Er ist eingestiegen. Sauber. Minderwertig. Ich find's scheiße. Ich glaube, mir muss das mal zu sagen. Ich bin schlecht. Autsch! Scheiße.
Zeug. Junge! Jupp! Wir sehen uns wieder irgendwann und bis dahin. Tschüss.